Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Spiel Horizon Zero Dawn. Ja, in der letzten Folge sollten wir eigentlich mit der Hauptquest weitermachen. Warum flackert das Bild denn jetzt hier gerade? Ich glaube, ich stehe hier so ein bisschen blöd. Okay, hier scheint es jetzt nicht mehr so zu sein. In der letzten Folge sollten wir eigentlich mit der Hauptquest weitermachen, aber wir hatten uns entschlossen, dass wir, kann man den eigentlich durchsuchen? Ah, perfekt. Dass Dann wir, müsste ich was seine Mutter anderes suchen. rauswerfen. Machen die jetzt so komische Geräusche, diese Reittiere, oder was ist das jetzt? So. Ach so, nach links und nach unten habe ich jetzt gedrückt. Wo bist du denn, Schätzelein? Hi! Den haben wir in der letzten Folge gezähmt und den werden wir jetzt heute auch ein bisschen reiten. Oh, ich sehe gerade. Die Göttin Bom. schütze dich. Dankeschön. Dein ganzes Leben Nein, bleib stehen. war im Becken. Die Welt ist größer geworden, aber auch gefährlicher. Ja, das stimmt. Deswegen sollten wir auch vorher abspeichern, weil ich bin immer noch so ein bisschen geschädigt davon, ja, dass es so viele Abstürze gab. Und ich weiß ja nicht, ob das vielleicht doch nochmal anfangen könnte. Es gab nämlich. Oh, da hinten, was ist das denn? Was seid ihr denn für Viecher? Ich will auch so einen. Ich habe jetzt Blut geleckt. Ich will auch so einen. Weil sie hat ja auch gesagt, man soll sich. Regen hängt in der Luft. Ja, das ist Wir nicht haben schlimm. lange auf Regen gewartet. Man soll nach verschiedenen Tieren. Oder sie hätte gerne noch ein anderes Tier oder sowas. Also, naja, gut, ein Tier ist es ja nicht. So eine Maschine. Hat sie ja gesagt. Wollen wir mal gucken, ob wir hiervon eine bekommen. Das machen wir jetzt mal eben, bevor wir. So. Ach, da sind diese Buddelfiecher. Moment, hä? Ich habe doch gerade sowas wie. Ach so, die haben Geweihe drauf. Irgendwie muss man doch auch diese Dinger überbrücken können. Ja. Das ist jetzt meine Frage, ob man die überbrücken kann. Lohewächter, okay. Nein, nicht rausgehen. Konnte ich die nicht irgendwie rufen? Komm, beweg dich doch jetzt mal. Nicht immer die gleiche Stelle. Ich weiß nicht, wenn ich mich von unten anschleiche, dann sieht er mich wahrscheinlich. Da muss ich kämpfen. Aber ich will ja nicht mit dem kämpfen. Ich will den ja überbrücken. Okay, aber ich kann sie anscheinend nicht überbrücken. Also sieht jetzt nicht so aus, als ob man die überbrücken kann. Deswegen mache ich jetzt mal weiter. So, Schätzelein, wo bist du denn jetzt? Was bist du denn jetzt? Du bist eine neue Quest oder was? Hi. Was ist das denn da hinten? Was ist da drin? Kämpfen oder weglaufen. Was, wieso? Ach so. Okay, ich glaube, ich rede jetzt erstmal kurz mit ihm. Guck mal, du kannst mir doch bestimmt sagen, Geht es was dir das für gut, ein Ding Jäger? ist. Wurdest du beim Kriegstruppangriff verletzt? Nicht wirklich. Und ich bin kein Jäger oder Krieger. Ich bin eigentlich niemand. Du solltest nicht mal mit mir reden. Wer immer du bist verletzt. Was ist passiert? Ich heiße Cran. Ich wollte mich an den Prüfungen im Jagdgebiet hinter der Anhöhe versuchen, um, naja, besser zu werden. Es lief nicht so gut.
Du wurdest in einem Jagdgebiet verletzt? Wie? Also, ich zielte gerade auf den Behälter auf dem Rücken eines Läufers, da riss meine Bogensehne, ich stolperte und... Ach, vergiss es. Es war nicht schön, okay? Ich wollte nur etwas trainieren und wo geht das besser als in einem Jagdgebiet? Dort gibt es Prüfungen, fast richtige Herausforderungen und man bekommt Abzeichen, wenn man Ziele oder bestimmte Zeiten erreicht. Der Aufseher ist auf dem Hügel dort, da im Norden. Frag ihn wegen einer Prüfung. Du bist bestimmt besser als ich. Okay. Wieso sagst du, dass du ein Niemand wärst und ich nicht mit dir reden soll? Ich habe einen Bogen gestohlen, okay? Und wurde verstoßen. Das war vor der Erprobung. So kann ich in dieser Zeit der Not nicht mal für meinen Stamm kämpfen. Ich muss in der Wildnis leben, ganz allein. Darum wollte ich ein bisschen trainieren. Ich bin bloß froh, dass der Aufseher mit mir geredet hat. Ich glaube, er ist ein Verbannter oder sowas. Ihn scheinen die Gesetze der Stammmütter nicht zu kümmern. Es läuft nicht wirklich besonders gut für dich, was? Kann ich dir irgendwie helfen? Nein, nein. Ich komme klar. Mein Vater sagte immer, Urmutter hätte Pläne für mich. Zumindest bevor ihn ein Läufer überrannt hat. Okay. Ich muss jetzt los, Gren. Okay, sei vorsichtig, besonders Richtung Norden. Und schau im Jagdgebiet vorbei, wenn du trainieren willst. Okay, also, wir haben schon mal einen Hinweis auf das Jagdgebiet bekommen, das ist gut. Ach, jetzt ist es hier nicht mehr am Leuchten. Hä? Was ist denn das? Also hier ist so ein Viech, das habe ich jetzt gesehen. Ist das hier verbuggt oder was? Ich denke mal, dass das einfach nur verbuggt ist oder so. Das ist meins. Nö. Meins ist blau. Hä? Also das Verhalten von diesem Viech, das ist irgendwie seltsam. Ja, gut. Nee, die suchen dich nicht. Du jagst jetzt einfach hier durch und du kümmerst dich jetzt nicht darum. Ob da irgendwelche Viecher sind oder nicht. Mal gucken, ob wir die abhängen können. Springen? Nee, ne? Stellen wir mal kurz ab. Hier sind zu viele von diesen roten Kräutern. Sind das Kräuter? Ja, also auf jeden Fall. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Genau. Ist auf jeden Fall für einen Medizinbeutel. So, allerdings muss man sagen, also das Reiten ist doch noch ziemlich klobig auf dem Ding. Das ist so ein bisschen seltsam, finde ich. Wenn wir jetzt hier schon mal abgestiegen sind. Können wir auch mal die Sachen hier einsammeln, ne? Wenn ich wieder Pfeile machen muss, bin ich auf jeden Fall, und wenn ich mich heilen muss, vor allen Dingen bin ich auf jeden Fall froh darüber, wenn ich das ganze Zeug habe. So, was mich ein bisschen irritiert, dass wir den anderen stellenweise was zu essen besorgen sollten, aber selber gar nichts brauchen. Was ich aber persönlich sehr gut finde auch, muss man auch dazu sagen. Achso, die haben wir schon, okay. Ein Jagdgebiet. Wahl sagte, auf der anderen Flussseite könne man gut Maschinen jagen. Ja, auf der anderen Flussseite, aber Mädel, da hast du was gesagt. So. Neue Quest, wir wollen aber nicht die neue Quest, wir wollen die Hauptquest weitermachen. Schätzelein. Komm her. Ist das eine Leiche vor ihm auf dem Boden? Mein Fokus empfängt sowas wie ein Signal. Vielleicht kann ich es scannen. Nee, anscheinend nicht. Neil, Mensch, okay. Beutel ist voll, na toll. Ja, aber ich kann nicht scannen. Da kann ich auch nicht scannen.
Ja, keine Ahnung, was man scannen soll. Teufelsdurst, okay. Ich glaube, da kann ich jetzt nicht so einfach durchlaufen. Wo muss ich denn hin? Geradeaus? Hier sind ganz viele Leichen. Oder kann ich hier doch einfach so durchlaufen? Das muss Teufelsdurst sein. Eine Stadt der Alten. Aus der Metallwelt. Komm, wir versuchen es einfach mal. Aber dass der nicht vernünftig reiten kann. Ein Noradorf. Oben auf dem Berg. Da hinten muss ich hin. Oh. So, gelb haben wir selten gehabt. Hier muss der Angriff auf den Kriegstrupp stattgefunden haben. Diese Verwüstung. Nee, hier nicht, aber da oben. Ha! Vielleicht hat die Kriegs viele Maschinen. Und alle werden von den Mördern kontrolliert. Sie haben eine ganze Horde von ihnen den Hang hinuntergeschickt. Ja? Die Nora konnten einen Verderber erledigen. Aber vorher haben die Mörder ihn benutzt, um andere Maschinen auf sie zu hetzen. Was soll ich denn genau untersuchen? Da ist was? Da soll ich hochgehen, oder? Krieger! Hey, warte mal! Hi! Vielleicht kannst du mir helfen. Die Toten und Verwundeten alle weg. Gibt's hier keine Krieger und Heiler mehr? Nur ich. Du bist verletzt. Was ist passiert? Was nicht? Die Hölle ist los. Sona schickt mich, um Bericht zu erstatten. So nütze ich eher nichts. Okay. Varl wollte, dass ich Sona suche. Weißt du, wo sie sein könnte? Ich kann dir sagen, wo wir uns trennten. Beim Metallturm, südöstlich der Ruinen bei Teufelsdorst. An einem Hang mit einem einzelnen Felsen. Ich werde jetzt ins Becken zurückkehren und Varl Bericht erstatten. Urmutter, gebe dir Kraft. Wirst sie brauchen. So allein. Nein, lass mich doch noch die eine Frage stellen. Kann ich dir nicht helfen, dich irgendwie heilen oder so? Okay. Also, ich muss in die Richtung. Immer geradeaus. Da ist dann der Aufenthaltsort. Okay. Tut mir leid, ich muss mal eben über dich drüber. Moment, die sind auf der anderen Seite des... Ich muss im Endeffekt... Was soll ich denn da rüber? Mein Fokus empfängt sowas wie ein Signal. Vielleicht kann ich es scannen. Wo denn? Wo denn?
Keine Ahnung. Laufende Übertragung. Okay. Das Signal. Wo kommt das her? Ich habe keine Ahnung, aber wir gehen mal in Teufelsdurst rein. Ich befürchte nur irgendwie, dass wir wahrscheinlich hier auf neue Gegner treffen könnten. So wie das aussieht. Das ist nur Sieht genauso aus, wie Rust es beschrieben hat. Das Signal kommt wohl aus seinem Kopf. Also muss ich irgendwie da hoch. Aus seinem Kopf? Spring auf den Rücken des Langhalses. Ach du Scheiße. Wollt ihr mich verarschen? Muss ich irgendwie auch noch an dem vorbei? Um diese Maschinen überbrücken zu können, muss ich herausfinden, wo sie herkommen. Weißt du, hast mich gesehen. Nein, du hast mich nicht gesehen. Du hast mich nicht gesehen. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Wo ist jetzt der Langhals dahinter? Geh weg. Los, geh wieder zurück. Kusch dich. Da ist er. Wie springe ich dem Viech jetzt auf den Kopf? An den Beinen komme ich bestimmt nicht hoch. Ich muss es anders versuchen. Kann ich da irgendwo hochklettern? Was willst du denn jetzt wieder von mir? Geh weg! Wieso ist der hier die ganze Zeit in Aufruhr? Ich bewege mich doch gar nicht. Irgendwo hochklettern. Da oben. Das wäre auf jeden Fall hoch. Nein, hier ist niemand. Hier ist niemand. Geh weg. Keiner zu Hause. Ich habe dich ja gewarnt. Wollte es ja nicht auf mich hören. So, kann ich... Nee, da komme ich auch wahrscheinlich auch nicht hoch, oder? Moment. Ah, da hinten ist ein Seil. Die Frage ist, komme ich da so hoch? Theoretisch... Ach, da ist auch ein Wächter oben drauf. Okay. Ich meine, der Wächter ist jetzt noch das kleinere Übel, aber wie komme ich da hoch? Der Wächter denn jetzt da? Ich gehe ihn erstmal aus dem Weg. Nein, tun wir nicht.
Boah, da kommen wir aber immer noch nicht auf den Kopf drauf, oder? Ach, da hinten ist auch noch einer. Ich müsste von hier aus auf den Langhals springen können. Aber wenn, dann nur da hinten, nehme ich mal an. Scheiße. Fuck. Wo bin ich denn jetzt durchgefallen? Nein. So ein Mist. Wie komme ich da jetzt wieder hoch? Gar nicht, ne? Das ist euer Ernst. Warum zur Hölle kann man hier durchfallen? Oh, das wird eine laute Sache. Aber auch eine schnelle. Hä, was war das denn? Nein, was soll's denn aufsammeln? Krass, wie das da oben alles aussieht. Wie bin ich denn da jetzt hochgekommen? Hier? Die Frage ist nur, wie kann ich ihm jetzt auf den Kopf springen? Jetzt muss ich aber gucken, dass ich nicht wieder in dieses blöde Loch reinfalle. Kann ich den hier auf den Kopf springen? Wo ist er denn? Junge, komm schon. Das ist doch eigentlich viel zu tief. Hier kann... Oder soll ich ihn hier irgendwie auf den Kopf springen? Aber das ist trotzdem... Ich finde, das ist viel zu tief. Oder muss ich ihn auf den Rücken springen können, um dann auf den Kopf zu springen? Ich weiß es doch nicht. Keine Ahnung. Ach so! Sag mir das doch einer. Eieiei. Ja, die Welt von hier oben sieht schon mal nicht schlecht aus, ne? Ganz ruhig, es ist gleich vorbei. Ich habe ein neues Reittier. Alles, was er sieht, und sendet es auch an andere Maschinen. Okay. Ich kann mich jetzt abseilen, aber wo bin ich jetzt? Moment. Da ist der letzte Aufenthaltsort, okay. Was war das denn gerade? Moment, da hinten muss ich hin. Ja, dann würde ich eigentlich fast sagen, da wir jetzt hier schon in der Nähe sind von unserem nächsten Ziel, dass wir hier einen kleinen Cut machen und uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann. Ciao.